Ich bin quasi in den Reitsport hereingeboren worden. Meine beiden Eltern sind Vielseitigkeit geritten. Das war für mich damals schon als kleines Kind klar, ich möchte reiten. Mein Pferd ist für mich ganz besonders, weil beim Reiten ist es ein Partner. Es ist kein Sportgerät, es hat Gefühle, wir müssen uns um die Pferde kümmern. Und einfach diese Beziehung, diese tägliche Arbeit mit den Pferden baut eine Beziehung auf, die kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Das ist, wenn man in den Stall kommt, manche Pferde begrüßen einen quasi schon und das ist einfach, das ergreift mich jedes Mal wieder und das macht mir unheimlich Spaß und ist so mein Antrieb, einfach besser zu werden und weiterzukommen, weil ich das einfach genieße, die Arbeit mit den Pferden. Ich reite für mein Leben gern Vielseitigkeit und Springen. Ich kann mich da einfach nicht entscheiden, weil ich beide Pferde unglaublich lieb habe und mich da einfach wohlfühle. Und in der Vielseitigkeit ist das Geländereiten halt einfach die Krone für mich. Und das ist einfach dieser Adrenalinschub, den hat man sonst nirgendwo. Also vor dem Start bin ich eigentlich mehr oder weniger die Ruhe selbst. Und das baut sich dann langsam auf, wenn die Startzeit näher rückt und wenn man dann in der Startbox ist und diesen Countdown hört, dann geht es eigentlich dann voll los und das genieße ich dann einfach. Also ich fühle mich da nicht so angesprochen, muss ich sagen, weil das mag vielleicht ein Teil Talent sein, aber der größte Teil ist harte Arbeit und ich glaube, ja, ich fühle mich da nicht persönlich angesprochen, wenn alle sagen, das ist super Talent, weil ich weiß, da ist nur so viel zu verbessern und es geht noch so weit nach oben, dass ich da noch lange nicht gut genug bin oder angekommen bin. Also ich war als kleines Kind mal mit meinem Vater da, ein paar Mal schon und das war einfach für mich, das hat mich im ersten Moment total erfasst, so diese Atmosphäre und dann habe ich gesagt, Papa, irgendwann will ich hier auch mal reiten und das ist natürlich auch ein großer Traum, dann in dem Stadion mal reiten zu dürfen. Sei es Springen, sei es Vielseitigkeit. Und das ist natürlich auch ein großer Traum. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn das irgendwann mal in Erfüllung gehen würde.